So, wieder sind wir zurück mit Wreckfest und ja, heute geht's weiter mit dem zweiten Teil des Turniers, was wir doch unbedingt machen wollten. Ich guck mal gerade, ob ich ein bisschen cool, ich habe 11.000, das heißt, ich kann ein bisschen Panzerung reinknallen in das Auto. Das heißt, wir haben es dann ein bisschen einfacher. Gegner mal aus dem Rennen rauszunehmen. Wir haben noch. Okay, der hat ein bisschen was. 244, 250. Nehmen wir mal rein. Nee. So viel kann man gar nicht reinmachen, weil er würde dann seine A-Klasse verlieren. Aber da kann man nochmal was machen. Dann gucken wir mal, was wir an Leistung reinpacken können in das Auto. Machen wir das doch mal. Hauen wir die Karre mal komplett voll. Jetzt haben wir jetzt wohl 87er Wertung und das kann man versuchen. Jetzt gehe ich doch noch mal ein bisschen auf die Robustheit. Und dann haben wir einen gesunden Mix aus mit dem wir ein bisschen arbeiten können. So, gehen wir rein in den zweiten Teil des Turniers. Oder in den zweiten Teil des Turniers. Mehr Leistung, mehr Power, gib ihm. So, auf geht's. Rennen Nummer 5. Mehr Power haben wir jetzt drin. Und ein bisschen mehr Robustheit. Das ist, war das Wichtigste. Momentan sind wir sogar knapp. Sind wir deutlich führen, ne? Jetzt können wir nämlich auch ein bisschen mehr rammen, weil wir ein bisschen mehr Chancen haben. Angry Hornet, adios, bye bye. Mein wichtiges. Da hat aber kräftig gescheppert. Und einer ist natürlich wieder durchgekommen. Und oh, Romina erwarten, die natürlich. Sich jetzt ein bisschen eingeschätzt. Wir sind immer nur Vierter. Aber ich will eigentlich nur das gelbe Auto, was da vorne fährt, ran. Der muss erstmal raus. Der ist im letzten Rennen auch nur Neunter geworden. Und umso wichtiger wäre es jetzt hier, ihm den Sieg heute auch noch, oder beziehungsweise das Rennen heute auch noch zu kurz zu stören. Auch hier wieder nur 6 Runden. Natürlich, Rennen Nummer 15 jetzt gerade. Sind wir schon. War wichtig, dass ich den mitgenommen habe. Sorry, das war jetzt nicht die Absicht, dass ich da jetzt falsch zurückfahre. Wichtig ist eigentlich, den Typen rauszuhauen. Und hier haben wir Barry Bad Boy, der eben im letzten Rennen letzter geworden ist, glaube ich. Oder ziemlich am Ende gelandet ist. Okay. Boah, den hat's aber. Gut, das war jetzt keine Arbeit. Das blöd, dass er es genau vor sich gedrückt hat. Aber den haben wir kurz ausgehängt als David. Und auch hier geht's wieder. Oh oh. Ich hab. So, jetzt geht's weiter auf jeden Fall. Wir führen das Rennen an. Wir sind bei der Robustheit müssen wir eigentlich ziemlich Maximum haben. Von der Geschwindigkeit haben wir auch fast alles drin. Fehlt es noch ein paar Upgrades und dann hätten wir das Ding auch demoliert. Das hat auf jeden Fall einen schon mal weggehauen, weggenommen.
den wir scheinbar schon mal berührt haben. Die große Frage ist, wer war es? Jetzt haben natürlich ein paar Jungs da dran, 0,3 Sekunden, das ist so die... Ja, die haben es jetzt ein bisschen selber weggehauen, aber das ist mir wurscht. Ja, wir einige Fahrzeuge mitgenommen, weiß ich nicht, wer es war. Wenn's, ich hoffe, dass es ein gelbes Fahrzeug war. Wir werden es hoffentlich, wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Es wird wahrscheinlich irgendwo gleich auf der anderen Strecke stehen. Das ist ein Auto. Nochmal eine Demolierhilfe. Die Frage ist, wen hat das? Da ist auf jeden Fall ein Auto gestanden. Ich habe es nur nicht gesehen. Nochmal eine Demolierhilfe. Wir kriegen jetzt gerade ein paar Punkte für die Demolierhilfe. Weil die sich gerade jetzt gegenseitig aus dem Rennen rausnocken. Und das ist auch gut so. Umso weniger Fahrzeuge am Ende ins Ziel kommen, ist mir das relativ wurscht. Und hauptsächlich wieder mein großer Rivale. Den hat heute, der ist mit raus. Das wäre das Wichtigste. Da gucke ich jetzt natürlich nicht nach. Aber der scheint noch im Rennen zu sein. Ist momentan. Ne, ist raus. Der Juggernaut. Das war aber gerade nicht Zufall, dass ich drauf geguckt habe. Weil da unten steht, dass mindestens drei Gegner raus sind. Das wollte ich mir wissen, was wir machen müssen. Also, mein großer Rivale momentan mit das 15 ist raus. Das wäre sehr, sehr wichtig, wenn die sich dann wegnehmen, dass wir uns. Also 14 sind noch. Da müssen sich jetzt noch 10 Autos drin sein. Ja, aber wie gesagt, solange sie uns da. Ich habe auch ein bisschen passiert. Oh, der Drifter war ganz schön gerade. So, können wir Sieg Nummer 4 in Folge holen? Da steht ein Auto wieder. Ah ja, okay. 7, irgendwas Vorsprung. Umso Leute, umso mehr die Leute sich rausnehmen. Da steht scheinbar ein gelbes Auto. Und da steht scheinbar Juggernaut. Ja, der hat sich hier wahrscheinlich weggehauen. Da, wo ich ihn rausgenommen habe aus dem Rennen, habe ich ihm aber auch gut mitgegeben. Aber egal, das ist wichtig. Oder hier in der Gruppe, das kann auch sein. Hier stehen mir auch wieder 3 Autos. Aber ja, solange die auch so Schlacht wird, solange die sich die Gegner rausholen, solange die uns einfach nur in Ruhe lassen, ist mir das relativ wurscht, der hier so alles rumdüst. Und da hat sich scheinbar der Rest wieder 2 Autos in die Gegner gehauen. Und momentan ist der Vorsprung bei fast 20 Sekunden nur so nebenbei. Warum auch immer du nicht bremsen magst. Aber die Frage ist, was passiert bei mir, ja, wenn wir als einziges immer drin sind und da alles andere raus ist, steht der Ball drin, dann DNF oder was? Man soll mir recht sein. Okay, recht sein. Ich habe momentan nur verändert bei 20 Sekunden. Etwas über mehr, teilweise manchmal mehr, manchmal weniger. Und wir haben, obwohl wir so gut weggeräumt haben, haben wir immer noch fast volle Leben. Aber da sollten wir persönlich ein bisschen recht sein. Dann hat sich das gelohnt, das Auto noch mal ein bisschen aufzubauen vor diesem Start ins Finale. Lauf Nummer 5. Jetzt hat es mal 2 Leben gekostet. Das war die Seitentür. Vorletzte Runde uns jetzt hier im. Da ist nochmal ein Auto. Der Hemi-Breaker, den ich jetzt aus dem Rennzahl schmeiße gerade. Das war der nächste. Das war uns auch nur ein kleiner Abstauber.
Aber der ist mir auch direkt ins Sitz vors Auto gefahren. Also da kann ich jetzt auch nicht allzu wenig viel machen. Ja, wie gesagt, umso weniger Autos hier rum auf der Strecke sind, umso wichtiger. Ja, das könnte der Ding sein, ne? Der Gelbe, der hier gerade stand, der Juggernaut. Der zeigt sich da rum an der Wand zu hauen. Da und so. Also, mir sollte recht sein. Ich hab ihn los und macht der nächste Schritt. Jetzt ist natürlich bitter, dass er jetzt genau in das Feld da reinfliegt. Aktuelle Vorsprung mit 32 Sekunden nur sind in Bayern. Also, sagen wir mal so, das Rennen war mit einer meiner leichteren Siege. Und das hat gedacht, nach dem Turnier, nach dem ersten Rennen hat es mehr. Das wird ein hartes Stück Arbeit, aber scheinbar ging es dann. War das erste Rennen quasi nur der Ausrutscher nach hinten. Ja. Aber auch hier wieder einer, der an der Wand klebt. Also viele dürften es aber auch nicht mehr sein. Es sind noch 5 Autos insgesamt drin. Sehe ich gerade. Also einer müsste jetzt noch ausscheiden, dann hätten wir sogar. Dann wären wir nämlich nur noch zu 4. Da ist der nächste raus. Ich glaube, da hat es gerade den nächsten zerlegt. Müsste jetzt nur noch zu 4 sein. Und wir sind auch nur noch zu 4. By the way, über eine Minute Vorsprung. Ich mache das Ding hier gerade ziemlich entspannt nach Hause. Bring das Ding hier gerade entspannt nach Hause. Wir holen uns diesen Sieg im Finale. Die Frage ist, haben wir da. Ne, es ist drin. Aber bitte, würde jetzt angezeigt werden. Ich fahre noch nicht mal wirklich schnell. Ich fahre jetzt wirklich das Ding einmal nur noch entspannt zu nach Hause. Da liegen Autos rum. Ein Schlachtfeld vom Allerfeinsten. Aber ja, wichtig ist, dass wir das Ding jetzt auch nach Hause gehen. Und wir holen uns diesen Sieg im Lauf, im Finale. Hier im Achtelfinale. Nächste Rennen ist Viertelfinale, sprich Lauf Nummer 6 danach. Das war jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Und scheinbar hat es die anderen beiden auch zerballert da unten. Also wie gesagt, wir sind am Ende zu 4. im Ziel gelandet. Und gehen jetzt in den drittletzten Lauf für heute. Gehen wir kurz aufs Klassement und haben jetzt einen Vorsprung von 170 Punkten. Weil halt gut der gute Juggernaut ausgeschieden ist. Das ist halt das. Dafür, dass er das erste Rennen dann gewonnen hat und danach haben wir es eigentlich wirklich abgestaubt. Lauf Nummer 6 heute. Also Lauf Nummer 2 ist es heute von 4. Nur so nebenbei. So, nächste Rennen ist Havelex Sink Pit. Da wollen wir natürlich auch nochmal racken jetzt. So. So, weiter geht's mit dem drittletzten Lauf heute. Ja, aktueller Vorsprung 170 Punkte auf unseren kleinen Regalen dort. Ich räume mal gerade ein bisschen auf und hänge mich jetzt mal wieder an den Führenden, meinen kleinen Special Friend dran. Ich jag ihn jetzt gerade mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, du willst ja natürlich, du willst das Ding genau, du willst verlieren heute, du verlierst das Ding heute. Ich hole ich mir noch. Jetzt habe ich. Patsch, den nehme ich mit. Den habe ich aber richtig schön an die Wand gelegt, den Kollegen.
Er hat mir aber das Auto auch dabei schwer ziemlich heftig beschädigt, weil wir beide ziemlich ungebremst in die Mauer sind. Aber ich muss sagen, der hat auf jeden Fall Minimum einen mitbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dass der auch noch, dass der auch ordentlich auf die Fresse gekriegt hat, gerade von uns. Und ich wollte ihn haben, weil ich will diesen Sieg, diesen Turniersieg. Unbedingt heute auskosten. So, aktueller Führender, Juggernaut, der hat auf jeden Fall mitbekommen. Der hat gut ein bisschen was weggekriegt. Ah, 27, 608. Das dauert wieder so ewig, das Rennen. Also vier wird heute wird eine sehr lange Folge werden, damit bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich natürlich froh, dass ich da zwei Folgen draus machen werde. So, wollen wir natürlich jetzt. Ja, wenn heute irgendwas anders wird, aber wie gesagt, und so weiter er nach hinten landet, da ist das erste Auto raus. Lass mich irgendwie unnötig jetzt rausrutschen, rausfliegen. Runde 3. Nächste Rennen ist dann, wie man es schon das Halbfinale will. Hier, wenn man so sieht, im Viertelfinale, es geht ja aber auch nicht um die Position, es geht ja nicht um, wir ziehen ins Finale ein, wir ziehen ins Halbfinale ein oder so, es geht ja rein hier nur um die Position, es ist ein Positionskampf, wo es Punkte gibt für bestimmte Rennen, ich glaube, es sind 100 Punkte für den Sieg. Momentan sind wir 190 Punkten Vorsprung, würden jetzt auf den guten Juggernaut, der momentan Dritter ist, der momentan noch der Zweite ist. Nach dem Sieg im ersten Lauf, aber am letzten Rennen war er ausgeschieden als 13. Dementsprechend ist er jetzt ein bisschen sozusagen, muss uns packen heute. Und wie gesagt, umso wichtiger wäre es, heute da das Ding genauso zu fahren und vielleicht noch mal ein bisschen was aufzubauen im Vorsprung. Und ich dachte mir, ja, als das erste Rennen gesehen hat, was für das wird schwierig werden, das Ding hier heute irgendwie erfolgreich nach Hause zu fahren. Aber so mit dem zweiten Rennen lief es dann noch mal besser. Das letzte Rennen war jetzt auch eines der leichteren. Hier haben wir ein bisschen Konkurrenz, weil die uns zumindest ein bisschen am Arsch stehen. Wir haben jetzt in Runde 4 angewachsen. Beim letzten Rennen haben wir, glaube ich, fast eine Minute Vorsprung auf Platz 2. Und jetzt sind wir hier. Ja, so ein bisschen unter Zugzwang. Wir hatten, wie gesagt, ein Auto mit 3 Sekunden hinter uns. Das sind die beiden weißen Punkte, sind keine berundeten Autos. Das sind Konkurrenten. Die wollen uns natürlich noch irgendwie nach Hause fahren. Aber momentan sieht es gut aus, dass wir führen, uns ein bisschen absetzen können. Da hinten der Drittplatzierte ist momentan Juggernaut, wie gesagt, der ja, führt. Beziehungsweise noch so halbwegs ein Schlagdistanz ist in Richtung Turniersieg. Aber den möchte ich ihm heute natürlich nicht gönnen. Deswegen wäre der so Sieg wichtig, um nochmal ein bisschen was draufzupacken. Und dann vielleicht schon im nächsten Rennen diesen Turniersieg klar zu machen. Er ist uns mal wieder Vierter geworden. Und seitdem haben wir das alles. Haben wir das so durchgerockt. Und jetzt sind wir momentan das Erste auch wieder. Wir haben noch 2 Runden plus diese hier. Aber ja, ein Auto, was uns am Arsch klebt. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht da irgendwie zu sehr rausrutschen. Der will jetzt natürlich. Jetzt will er angreifen. Denn der Tama, der möchte natürlich gerne ran. Vorletzte Runde. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren, weil ich schlecht durch die Strecke durchgekommen bin. Ja, ein Auto, wie gesagt, was uns am Marsch kleben will, was da jetzt gerne mit vorbei will.
Und verlieren wir dadurch ein bisschen, weil da noch ein ausgebranntes Auto stand. Und wir verlieren. Wir gewinnen noch vier, führen vier Runden und kriegst gerade. Und nehmen es jetzt gerade ein bisschen weg. Jetzt haben wir. Oh, der Lüfter hat sich rausgehauen. Ja, war mal ein bisschen ungewollt Spannung mit drin. Aber da stand halt ein ausgebranntes Auto. Und in das sind wir rein. Und dadurch haben wir die Führung verloren. Aber dadurch, dass der Wirthammer auf einmal so eine Führung wieder hergeben konnte. Oder hergeben musste. Oder sich da weggedreht hat. So, da ist wieder der nächste Überrundete. Das wird eng, ja. Wir gehen jetzt in unsere letzte Runde und die beiden sind hinter uns weg. Die sind weg. Die Scheiße ist weg. Die sollen sich komplett aus dem Rennen rauszuhauen zu haben, gerade gegenseitig. Und das soll mir persönlich auch recht sein. Und wir gehen als Führender in unsere letzte Runde für heute. Also ich für dieses Rennen. Und holen uns vielleicht sogar den nächsten Sieg. Und das ist halt das Problem. Auf einmal steht wieder das nächste Auto dort. So, letzten Kurven. Und dann haben wir noch zwei Rennen. Ganz, ganz wichtig, dass wir das Ding nach Hause gefahren haben. Wieder ein Patzer von Juggernaut, der dann am Ende nur Sechser geworden ist. Und ja, der wollte zu rennen. So, gehen wir auf Klassement kurz und gehen mal rauf und sehen, unser Vorsprung ist mittlerweile auf jetzt gute 225 Punkte ausgewachsen oder angewachsen, wie auch immer. So, mit dem Sieg sind wir jetzt definitiv, wenn es 100 Punkte gibt für das Ding, haben wir nämlich das schon jetzt gewonnen, aber das wollen wir natürlich, diese zwei Rennen fahren wir auf jeden Fall noch. So, letzte Rennen. Verursache mindestens 1500 Schaden, na, mal gucken. Doch hier wieder. Ja, heute sind wir nicht unter dem Zugzwang. Wir sind jetzt ein bisschen entspannter, weil wir ja einen ordentlichen guten Vorsprung haben. Natürlich wollen wir halt klar auch wieder hier gewinnen. Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen schuldig, dass ich da nochmal so was tue. Aber jetzt wollen sie gerade alle auf uns drauf. 13, 14, da sind wir. Hemi Breaker, den habe ich eben ausgenommen, aus dem Rennen genommen. Und Hengo und Hanno Platz 8, also weil wir uns gerade alle auf die Frist geben wollten. So, da hat er den Verein schon mal weggehauen. Ja, momentan haben wir so ein bisschen unsere Schwierigkeiten gerade auf dieser Strecke. Auch hier sind es wieder 6 Runden, by the way. Fast sieht er schon raus, hat schon fast kein Leben mehr, aber der hatte noch. Alter, ja, stopp da, wir sind da momentan, also wir sind gerade noch nicht mal in die Nähe der Führenden gekommen.
Da war er. So, den heb ich einfach mal kurz in die Gegner, in die Botanik. Und damit führen wir. Gehen wir dieses Rennen auf jeden Fall als Fünfter in der ersten Runde durch. By the way, mein Spezi führt das Rennen, hat aber da gerade noch einen an der Backe kleben. So, Juggernaut ist ganz vorne, der hat jetzt 15 Sekunden. Also der konnte sich jetzt ein bisschen von uns ab jetzt lösen. Das heißt, wir haben uns ein bisschen Arbeit. Wir sind nämlich. Wir müssen jetzt ein bisschen. Oh, da hat es auf jeden Fall auch nicht gescheppert. Ich glaube, dass der uns gerade ein bisschen in die. Oh, Juggernaut, der ist 10 Sekunden weg. Also, ja, aber der macht natürlich jetzt gerade den richtig Pace da vorne. Das ist aber nicht mein Problem, mein Freund. Im Zweifel nehme ich dich ja so mit raus. Und habe ihm jetzt gerade mal A, den Vorsprung komplett weggekostet und B, einen ordentlichen Schaden zugefügt, weil ich ihm jetzt gerade nochmal richtig ans Auto bin. Geh weg. Also Führung nochmal, auf Platz 1 haben wir momentan keine Chance. Nur so nebenbei. Tschüss. Das hat gerade momentan keiner echt gerne. Wir sind zwar, wie gesagt, ja, klar, können wir uns jetzt eine Klatsche mal erlauben. Aber ich glaube, ich bin gerade ziemlich, was den Gesamtsieg oder was der Turniersieg ist, heute chancenlos, weil wir jetzt gerade echt nur überholt und angegriffen werden. Und sobald wir nur in die Nähe von irgendeinem Fahrzeug kommen. Ich habe keine Chance, ich komme nicht ran. Ich bin Siebter momentan und. Eine Chance auf dem Führen oder auf dem Angriff auf ein bestimmtes Auto. Habe ich momentan nicht. Ich bin Achter jetzt sogar nur noch. Ja, schauen wir jetzt gerade, wie meine Strecke ist. Also, wie gesagt, gewinnen wir. Wahrscheinlich werden wir es nicht gewinnen. Weil sobald ich da irgendwie mal in die Nähe von dem Auto komme, kriege ich einen mit. Und das ist halt das Problem. Plonk. Angriff Richtung Platz 6 momentan. Ah, 15 Sekunden, Alter. Der ist doch weg da vorne. Der Führende. Ja. Ich habe momentan keine wirkliche Schnitte, irgendwas zu reißen. Sechster, wie gesagt. So, während sich das Auto gerade komplett weghaut. Könnte es auch sein Ende gewesen sein. Ich glaube, den haben wir jetzt rausgeschossen. So, da wäre vorne ist der WM-Zweite.
Oh, Juggernaut ist raus, oder? Jetzt sind wir Vierter sogar nur. Weil sich da noch einer durchgezogen hat. Noch ein bisschen getriggert. Ja, dieser Dirt-Trooper, der überhaupt bisher noch nicht so drin bekommen. Man kriegt das von mir mal mit und dreht, geht sich in die Botanik. Da will da noch ein Secret-Schwert. Aber Podium wäre noch eine Idee. Kälber hinter mir. Ja, mit dem Namen kriege ich jetzt wieder ein bisschen Panik. So, jetzt ist mein Spezi wieder vor mir. Der natürlich jetzt zwei Autos kassiert hat. Sorry, mein Freund. Aber einen nehme ich für mich auf jeden Fall. Und das bist du. Ach, Alter, geh mir nicht auf die Mitte. Also, wieder auf den ersten Platz haben wir keinen. Heute, definitiv, also jetzt in diesem Rennen gibt es keine Chance. Das ist schon mal jetzt klar, aber vielleicht haben wir... So, jetzt hole ich mir mal Killboy und jag den jetzt mal kurz in die... Oder wie gesagt, es sei denn natürlich der Führende jetzt hat noch mal was zum Spielen. Der möchte natürlich noch mal ran. Jetzt habe ich Killboy vor mir, der momentan auf Podiumsturz ist. Der jetzt momentan auf 3. Frosty 5 bei irgendwem und Killboy. Und den will ich noch haben, den Jungen vor mir. Minimum. Wenn ich die Chance habe auf Platz 3, will ich es nutzen. Das sind wieder ein paar Punkte mehr vielleicht. Du verlierst an der Ecke wieder Punkte. Wir sind in der letzten Runde momentan nur Fünfter, also dieser Sieg. Sieg gewinnt heute nichts, das ist ganz klar. Frosty gewinnt dieses Rennen. Geil, und du verlierst. Du wirst jetzt komplett aus dem Rennen rausgenommen, weil sie doch unbedingt dich alle noch haben wollen. Du Sackjunge! Du kleiner Drecksack! Habe ich den noch gekriegt? Jawohl, ich habe noch gekriegt. Boah, da wollte er mir noch mal einen mitgeben, aber wir sind nur Sechser geworden in diesem Rennen. Das ist natürlich nicht gut. Weil gut, der Juggernaut hat ein bisschen Zack, das war natürlich nicht gut. Aber wirklich dann in der letzten Runde unbedingt nochmal alle drauf wollten, unbedingt nochmal einen mitnehmen. Und der hat, ja gut, er hat es clever gemacht. Er hat sich natürlich jetzt vorgesetzt und hat gesagt, komm, okay. Und jetzt, was die Führung betrifft, der Platz ist weg. Klar, 600, die Punkte sind weg. Die Siegesserie ist gerissen nach 5 Rennen in Folge. Dachte ich mir, jetzt haben wir sie. Aber, na gut, wir haben immer noch Vorsprung von jetzt gerade 215 Punkten. Also, es ist nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. Es ist es ist nur Ehrgeiz. So, letzte Rennen. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann machen wir noch mal was Kurzes und dann sind wir durch vorher. So, also wir sind das ist das letzte Rennen jetzt für heute. Und hier wollen wir noch mal gewinnen. Aber wie gesagt, wir haben 215 Punkte Vorsprung. Selbst wenn wir es heute nicht raffen oder nicht packen, ist es halt einfach, wäre es dann nur der letzte Platz. Wäre es nur ein paar Punkte verloren. Also alles ist gut. So, letzte Rennen im Wreckfest für heute. So, den ersten haben wir schon mal mit rausgezogen. Irgendwie Hornet geht mal baden. Der hat sich aber ganz schnell wieder zurückgemeldet, mein Freund. Da war man doch wieder dran, zeig auf mich wieder. So, jetzt sind wir nur Dritter, weil momentan die jetzt alle wollen. Jetzt hole ich mir mal für meinen besten Freund da vorne. Du wirst definitiv in diesem Rennen nicht Zweiter. Letztes Rennen ist er ja Vierter geworden. Patsch, den habe ich noch mitgenommen. Das war das Ziel. Den einfach nur mal kurz einmal mitgeben. Ach, war von mir. Alter.
Nach dem Motto, greift jetzt den mal an, er bin ich schon gerade gekommen. Oh, Alter, was ist das für eine Kacke? Ja, egal. Dann sind wir halt, rutschen wir halt. Auf das 11 zurück. So, also 45 Sekunden ist das cool, ist die Runde lang. Dann würde ich nochmal natürlich ein bisschen was, jetzt wieder ein bisschen was kürzer drin. Bitte. Also es geht ganz, ganz schnell wieder nach vorne zusammen. Es geht schon um mich. Angriff jetzt gegen Crashman, der da sich durchbeißen kann und uns dann sagte, ja, ich hau mich wieder an die Wand. Aber jetzt haben wir auch Leute, lass mich doch einfach nur mal ein bisschen fahren. Ich muss sicher in zwei Kurven, dass jetzt in der zweiten Kurve ganz, ganz nach hinten durchgereicht werden. Frosty, der eben das Rennen ja souverän nach Hause gefahren hat, muss man ihm sagen. Lassen hat er mal was gewonnen, aber ich will nicht, dass Juggernaut da vorne das Ding gewinnt. Dieses finale Rennen gewinnen. Platz in die Wand, der nächste. Ja, während wir hier uns ein bisschen bekämpfen, macht der Führende momentan seine Runden durch, führt dieses Rennen an, souverän. Oh, da hat einer erwischt, das ist der eben auf kämpfende Zweite gewesen. Der hat's. Das hat ihm Zeit gekostet. Jetzt gehen wir ihn vorbei und gehen mit dem Beginn der letzten Runde in Führung. Nee, jetzt sind die Bremsen durch. Hab ich ja gesagt, die sind definitiv am Arsch. Jetzt heißt es nur noch, dieses Ding nach Hause zu rocken irgendwie. Klong, 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 klong. Irgendwas scheppert da ordentlich. Los, rausbleiben. Und dann gewinnen wir dieses Finale dann doch noch unerwartet. Habe ich nicht mitgedacht, dass wir das Ding nach Hause fahren. Weil Juggernaut war eigentlich das ganze Rennen über vorne weg. Und am Ende waren es 12 Sekunden, die hinter uns war. Ist mir aber wurscht. Am Ende haben wir es gewonnen. Und dann haben wir es abgeschlossen auf Platz 1. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Weil dann, ja, ist Feierabend. Also wie gesagt, morgen geht es weiter mit der Formel 1. Und zwar aus Österreich. Und dann gibt es auch am Sonntag wieder Livestream. Aber bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall hoffentlich nur mal wieder. Bis dahin und tschüss.